Alter, ist das geil. Mal sehen, trefft ihr auch was? Ah, getroffen habt ihr. Alter, ist das geil. Seht euch das hier mal an. Jo, Junge, hopp. Wir schießen jetzt mal. Alter, ist das geil. Phänomenal, phänomenal. Wow, das war mal ein geiles Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mount & Blade 2 Bannerlord. Es ist wahrscheinlich der letzte Patch, bevor das Game rauskommt. Wir haben jetzt Sonntag, 11.32 Uhr bei mir jetzt hier. Und ja, es ist nochmal ein Patch rausgekommen. Die hauen da jetzt nochmal was raus. Und zwar hier, also es ist noch nicht das fertige Game. Ihr seht schon, Siege Mode rausgekommen. 60 vs. 60. Das ist sehr geil. Serverlist ist es jetzt verschwunden. Es wurde jetzt aufgenommen hier schon mal. Und das sind jetzt die Tests. Also ich denke mal, so wie es jetzt ist, der Multiplayer, so wird er bleiben auch. Das denke ich mir jetzt fast. Von den Einheiten her hat sich nichts weiter verändert. Und ja, morgen kommt ja jetzt das Game raus, am 30. Ja? Erstmal Hashtag Danke, ja? Für euch ist es ja echt super, ne? Aber für mich ein bisschen kacke, weil jetzt habe ich so gelegt, dass ich Dienstag Urlaub habe. Ach Mann, ey! Schrecklich. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal auf Play und schauen mal, ob wir hier ein gescheites Match zusammenbekommen, weil darauf wartet jeder. Auf sowas hier. Für den Multiplayer, darauf wartet wirklich jeder. Und ja, wir spielen jetzt hier erstmal eine schöne Runde und ja, bis dahin wünsche ich euch dann auch noch viel Spaß. Bis gleich. Oh, das sind wir auch schon. Wow, wow, wow. Wow, was ist denn das für eine Hammer-Map? Alles klar. Yo, alles klar, Jungs. Lass mich mal hier. Lol, das ist eine Flandia-Map. Ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil hier. Oh Gott. Wir werden definitiv Angreifer spielen. Ist mir auch egal, wie oft ich jetzt hier abgeschossen werde. Wir werden definitiv Angreifer spielen. Ich laufe mal kurz mit dem hier rum. Oh mein Gott. Das ist eine Flandia-Map. Ja, moin. Das ist ja mega. Hammergeil. Hammergeil. Ich bin so derbe jetzt gehypt. Auf morgen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause komme und dann gleich Video machen kann. Und dann mal gucken, wie es wird. Aber das ist ja geil. Deswegen kommt heute jetzt auch ausnahmsweise... lass meinen Kumpel da in Ruhe. Zwei Videos statt einer. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wow. Ist das geil. Gut gemacht, Männer. Wow, da ein riesiges Tor. Dann da seitlich Barrikaden. Hey, das ist ja geil. Die Punkte, also von den Punkten her ist es schon mal nice, das seitlich einzunehmen. Wir müssen uns mal einen Katapult suchen. Dann hier vorne, A, B ist da vorne. Drücke ich mal kurz Alt. Und F ist da auch seitlich. Okay, also zwei Punkte seitlich. Dann zwei Punkte da, also drei Punkte, also zwei Punkte, drei Punkte außen. Zwei Punkte da oben. Okay, jetzt startet es schon gleich. Und da hinten dann noch D und G. Okay, das ist interessant. Das ist ja richtig geil. Boah, ich bin jetzt gehypt. Bin jetzt echt gehypt ohne Ende. Egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Ich bin gehypt. Da unten ist unser Rambock. Aber wir haben scheinbar keinen Turm. Boah! Da hinten! Alter, ist das geil. Wir nehmen natürlich am Anfang, kann ich hier Schild nehmen? Die billigsten Einheiten. Ich gehe direkt mal da ein. Ich gehe direkt da ein. Bitte nein, jetzt gehen die da ein. Aber egal, ich will es mich mal ansehen. Ist das geil. Ja, Junge, weil man da wahrscheinlich verliert wieder. Aber ist mir egal. Ist mir so egal. Alter, ist das geil. Mal sehen, trefft ihr auch was? Ah, getroffen habt ihr. Alter, ist das geil. Seht euch das hier mal an. Jo, Junge, hopp. Wir schießen jetzt mal. Alter, ist das geil. Phänomenal. Phänomenal. Okay, wo sind hier die Steine? Hier. Wir haben hier dann noch Explosionssteine da an den Seiten. Und hier kann man
Wo muss ich den ranlegen? Hier vorne muss ich den reinlegen, okay. F, oh shit. Ah, jetzt wurde ich angeschossen. Fuck. Sorry, Jungs, wurde angeschossen, der hat meinen Stein fallen lassen. Blub. Load Ammo, hier rein. Jungs, jetzt könnt ihr schießen. Huh? Alter, ist das geil. Und die haben sogar Katapulte da oben. Das ist geil, Jungs. Ich gehe mal dann gleich in den Angriff. Das ist ja echt geil. Zieht mal zurück, Jungs. Zieht mal zurück. Und zeitlich hier wieder laden. Vielleicht ein bisschen mehr zielen, Leute. Das wird gut. Links und rechts. Bisschen mehr zielen. Feuer! Oh, das war eine Brandbombe. Das ist echt geil. Das ist geil. Hammer. Oh, da außen ist F sogar. Okay, das ist interessant. Oh nein. Ah, okay. Also doppelt drücken ist langsam laufen. Okay, verstanden. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall diese Burg erobern. Es wird scheiße schwer werden. F, wo ist F? Da links. Wie sollen wir... Ah, da links. Da links. Wie sollen wir da links? Okay. Wir müssen definitiv F machen. F halten, weil... Also, wir können natürlich B, A und B auch noch einnehmen. Das sind ja die beiden... Hoppala, jetzt habe ich Windows gedrückt. Die sind ja die beiden rechts. Aber wenn wir F lang genug halten, dann kriegen wir oben mehr Sterne. Und wenn wir mehr Sterne bekommen, dürfen wir länger angreifen. Deswegen gehe ich direkt mal hier schön hin. Mein Pfeil einfach. Schönen Arm. Okay, das macht er auch jetzt automatisch. Toll. Junge, schieß mich bitte nicht an. Danke. Ah, alles klar, wie weit kannst du den hochdingsen, du? Oh nein. Ja, wir sind leider tot. Ha, hab ich dich noch erwischt. Ja, keine Chance. Oh mein Gott, okay. Wie komme ich am besten nach da oben? Vielleicht, bei F wird schwierig einzunehmen. Ich würde sagen, wenn alle schön F gehen würden, dann hätten wir ja den schon mal. Weil 37 Sekunden müssen wir den nur noch erhalten. Das wäre eigentlich am besten, wenn alle jetzt schön F gehen würden. Ich schreibe jetzt nochmal. Sicher ist sicher. Weil das müssen wir unbedingt machen. Und wir müssen auch schauen, dass wir den Bock davor bekommen. Alter, jetzt habe ich wieder. Jetzt kann ich wieder ran. Ha, habe ich dich? Habe ich dich nochmal? Ah, haha, habe ich dich runtergeholt von dann raus. Leute, ihr macht schon den Rest. Oh mein Gott, hier ist echt zu viel los. Eieieiei. Das ist echt doof, das ist echt doof. Die gehen aber jetzt schön weiter da auf F. Deswegen gucke ich mal. Kann man hier die Leiter? Nee, kann man auch nicht. Okay. Oder doch, die kann man, glaube ich, bestimmt noch aufrichten irgendwie. Nein, Junge. Wie kann man die aufrichten? Oder geht das nicht? Ah, doch. Wow, danke. Voll in den Kopf geschossen. Machen wir hier vielleicht mal Legionär. Nee. Improved und, ja, Speer lassen wir hier mal. Huch, und schnell mal eine andere Einheit. Was? Wir haben hier jetzt G erobert. Ist da einer durchgelaufen? Ja gut, leider müssen wir halt erstmal die anderen Punkte erobern. Alles klar. Aber cool, dass es so viele verschiedene Belagerungswaffen hier auch gibt. Das ist halt wirklich eine geile Sache. Aber da brauchen wir echt nicht hin. Wir müssen echt erstmal F einnehmen. Weil ihr seht, wir bekommen da nicht mehr Punkte, weil wir, wir müssten F erst einnehmen. Ja, jetzt ist unser... Der Angriff scheitert total. Der scheitert total. Der scheitert leider total, unser Angriff. Kann ich so eine Leiter mal aufrichten? Okay. Ja, danke sehr. Ja, okay, das Seil, ich brauche ihn nicht hin. Da, unser Team... Go F, ja. Junge... Was schreibe ich die ganze Zeit in den Chat? Das bringt nichts jetzt mehr, oder? Wenn ihr jetzt genug mal hingehen würden, wäre es geil. Aber das ist schon eine Bastion hier, die Karte hier. Leider werde ich das jetzt hier nicht überleben, hier hochzukommen.
Das ist leider ein bisschen schade, dass ich jetzt Punkte verschwendet habe, ich Trottel. Naja, wenn ich muss ich noch mal ein Gefecht hier hinten ranhängen, weil das jetzt ein bisschen arg kurz ist. Aber noch mal als Angreifer, weil das ist definitiv cooler. Ja genau, was ist denn das für ein Camping-Spot? Und da hoch kommt man halt auch nicht. Kann man da die Wand kaputt machen? Oh ja. Ups, falsche Pferde erwischt. Geh mal durch, na? Oh. Ja gut, das werden wir krachen verlieren, aber sowas von. Schade. Aber der Punkt F ist ja richtig eklig einzunehmen. Hätten wir den länger halten können, wäre es toll gewesen. Ich spam, tu jetzt nochmal hier. Oh, schön, man kann läuft hier weiter automatisch. Vielleicht noch hier. So. Weil wir müssen F einnehmen. Wir müssen F einnehmen, weil sonst schaffen wir es echt überhaupt nicht mehr. Weil jetzt haben die ihre Spots gefunden, wie die am besten hier verteidigen können. Ist aber jetzt schon gelaufen. Weil wenn da einer hochgeht, der wartet da schon mit seinem Speer und dann ist der Kerl auch hinüber. Leider. Und man wird halt echt von allen Seiten abgeschossen. Das ist echt eine verdammt gute Burg. Schade, dass wir das jetzt hier direkt verloren haben, das Match. Aber naja, was will man hier großartig machen? Ja. Kann man leider nichts machen. Oh! Okay. Okay, 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 okay. Das ist eine andere Map jetzt hier. Die ist ein bisschen einfacher. Ja, lustigerweise schon wieder Empire gegen Sturgia. Okay, Sturgia ist jetzt anders, aber wir sind dafür das Empire noch. 16 Minuten haben wir Zeit. Es sieht vielleicht nicht so ganz so schlimm aus wie bei dem anderen Match, weil die Karte ist deutlich einfacher für die Angreifer. Okay. Naja, schade, dass wir so reingeschissen haben in der ersten Runde, aber da konnte ich jetzt auch wenig machen, ganz ehrlich. Weil wenn unser Team ganz unkoordiniert überall hinrennt einfach. Klar, die Map ist neu, na, aber das war vollkommen unkoordiniert. Da kann man dann auch recht wenig machen. Und ich habe meinen Harry hier nicht... Oh Gottes Willen, was ist denn hier los? Oh ja, 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 nicht gescheit ausgewählt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh nein, 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 ich will doch nur den da oben abwerfen. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Nein, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. 5 Millionen Leute einfach da unten. Alles klar. Ich will bitte das da und danke sehr. Alter, was war denn das jetzt hier? Aber wir stürmen jetzt langsam. D und E erobern wir schon mal. F haben wir auch schon mal gut erobert. Also bei die Map, die habe ich schon in der letzten Woche ein paar Mal gespielt. Die ist gebalanced. Also die kann man trotzdem gut verteidigen auch. Und kann man auch schön angreifen. Und das ist hier wirklich... wirklich toll, muss ich sagen. Wir gehen jetzt mal hier mit hoch. Schön an der Leiter. Links, rechts. Cool wäre es, wenn es ein paar Leitern mehr nebeneinander geben würde. Immer zwei direkt nebeneinander. Dann wäre es ein bisschen fairer. Weil wenn da oben die Leute gleich campen, haben die Angreifer halt keine Chance. Aber jetzt hier... Wow! Da kommt einfach so ein Stein angeflogen. Oh ja, genau! Was für ein Luck hast du! Triff ihn genau in meinem Mull, ey. Aber es sieht nicht schlecht aus. Also von den Maps her ist es wirklich geil. Also die letzte Map, die war ja epic. Schade, dass wir so, dass auch der Chat ist voll untergegangen links. Da waren so viele Nachrichten andauernd, weil das eine ganz neue Map war, wo halt einfach keiner kennt. Und die sind halt richtig untergegangen und die Nachrichten, wo man schreibt, wie Go F oder so. Aber ist egal, weil ein bisschen koordinieren muss man hier ein bisschen, weil... Na? Sonst endet es hier wirklich im totalen Chaos. Aber das sieht jetzt echt recht gut aus. Wir haben unsere Punkte da oben fast voll. Das ist echt recht geil. G kann man echt sehr schwer verteidigen. Das gleich mal zur Info. G wird wirklich dann ein richtig krasser Kampf werden. Ja, da oben stehen die schon an den Bastillen, unsere Leute. Das ist gut. G wird jetzt eklig. Jetzt haben wir noch da oben F. F wird jetzt auch nochmal eklig, aber bei G können die Leute richtig reinkrachen mit den Pferden. Wow! Das war 100% absichtlich und das auch. Na komm her, Junge. Gut, weg mit dir. Schön war das. V
Vorwärts! Wir müssen diese Wikingerhunde in ihr verschneites Dorf zurückdrängen. Ach, kusch! Also G wird sehr eklig. F wird auch eklig. Junge, ich helfe dir gegen diesen Wikinger her. Das Empire wird euch alle vernichten. Ach, komm her, Junge. Yo, optimal. Wuhu. Alter, was hat denn der für einen Satz gemacht? Hopp, Junge. Oh, 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 oh. Da, ihr seht schon, hier sind so Barrikaden, die müsste man eigentlich auch kaputt schlagen erstmal, dass man schön durchkommt. Alter, wie schnell kann denn der rennen? Hoppala, jetzt habe ich fast mein Mikrofon rausgerissen. Meine Headset. No, das war nicht so toll. Okay, wir müssen versuchen, F einzunehmen erstmal, weil dann gewinnen wir nochmal gut Zeit. Deswegen würde ich schreiben, all F. Dass dann ein bisschen Koordination ist. Weil man muss da doch so ein bisschen koordiniert vorgehen, weil habt ihr ja gesehen, was am Anfang passiert ist. Alle sind irgendwo hingegangen und es war nicht förderlich. Und jetzt müssen wir jetzt nur noch 30 Sekunden halten. Und wenn wir das dann haben, dann sieht es echt richtig gut aus. Dann sieht es wirklich richtig, richtig gut aus. Aber schön, dass wir euch gleich heute zwei Maps noch zeigen konnten. Oh ja, Jungs, das könnt ihr gut verteidigen. 60 gegen 60, es ist total ausgeglichen. Wie es jetzt bei G endet, das ist jetzt eine gute Frage. Aber hier stehen die ganzen schweren Alter, seht mal, wie geil das ist. Mache richtig einen Schierball hier. Gut, Jungs, vorwärts. Und unsere Bogenschützen leisten auch schon gute Arbeit. G wird jetzt echt schwer, weil ihr seht, da unten ist alles frei. G wird jetzt echt ein sehr schwerer Punkt zum Angreifen. Vorwärts! Oh, wow! Das war unfair, mein Freund. Was? 300 Punkte haben wir? Okay, dann gehen wir gleich mal Legionär. Leichter Schild? Nee. Schwer wollen wir natürlich sein. Und ich nehme mal den Speer, weil es werden sehr viele Pferde. Meine Prophezeiung, es werden ultra viele Pferde kommen. Da oben haben wir jetzt 2 Millionen Menschen. Das ist echt richtig geil. Und jetzt müssen wir hier nach oben stürmen. Und ihr seht schon, unsere kommen auch gut mit den Pferden. Jetzt müssen wir G halten. Das wird das Schwerste sein, was man hier auf dieser Map machen muss. Weil G halten, das wird wirklich schwer. Erobern und halten, weil ihr seht, es spammen hier dauerhaft mehr Leute rein. Das ist echt... Wow, nein, 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 nein. Hast du Glück gehabt, mein Freund? Nein, 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 nein. Ja. Hopp, Junge, den kontern wir, den kontern wir, den kontern wir, den kontern wir. Au, 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 au. Oh nein, 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 Berserker. Wow, 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 wow. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Oh, den habe ich auch mitgenommen. Komm mal, Alter, das ist echt hier. Aber krass, das Game hält seine FPS. Das ist richtig schön. Also das wurde echt schon richtig gut. Oh gut, der springt in den Dode. Und ihr hört schon, jetzt sind die Glocken. Jetzt müssen wir deffen hier. Oh, da wurde ich niedergehauen. Wir müssen jetzt G halten. Das ist wirklich das Schwerste, was wir jetzt machen müssen hier. Ihr seht aber schon, wir spawnen immer näher. Das ist echt richtig geil, weil das ist halt einfach fairer, je weiter man vorrückt, dass man weiter vorne spawnen darf. Weil wenn man von ganz hinten immer nach ganz vorne hinrennen muss, fehlt halt irgendwann der Nachschub. Und es sieht richtig gut aus, wenn wir jetzt das halten. Alter, was für ein Schlachtfeld hier. Und ihr seht auch schon, die ganzen Leichen bleiben liegen. Das ist richtig, richtig stimmig. Wow, 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 wow. Nein, Junge. Weg mit dir. Alter. Ja, rein, 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 Jungs. Das kriegen wir, das kriegen wir, das kriegen wir. Alter, das ist echt richtig geil gemacht. Am Anfang habe ich mich... Ja, schön. Schön, schön, schön. Gewonnen. GG. Schön. Victory. Und ein Defeat hatten wir, also einmal verloren. Geil. Schade, die andere Map, da hätte ich gern nochmal gewonnen. Aber das ist richtig geil mit dem neuen Siege-Mode jetzt hier. Und ja, bis dahin bedanke ich mich dann auch recht herzlich fürs Zuschauen. Heute hat es mal 2 Videos gegeben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, bis dahin würde ich dann auch sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.